Jo, servus die Marlen und grüß euch die Buben. Tja, nach ein paar Anfragen möchte ich einmal mein Drangler Sturmkocher-Set vorstellen. Was ich da für eins habe, wie ich das zusammengestellt habe, was ich mir dazu gekauft habe und so. Und was ich da jetzt für diverse Sachen umgebaut habe. Ja, ich habe das Kocherset 27, das heißt, das ist das kleinere, 27,5. Und zwar ist das die hart anodisierte Version, wo aber zusätzlich noch die Pfanne und die zwei Töpfe, dieses Non-Stick, also das Duosal oder wie sie das nennt, die sind extra nochmal beschichtet. Also da kann nichts anbrennen. Das ist wirklich top. Also da war jetzt einmal dabei das Pfandl. Das war nicht, das habe ich extra gekauft, zeige ich aber dann noch. Das habe ich auch extra gekauft nochmal, zeige ich auch nachher. Ja, voll mal runter. Wie soll es anders sein? Dann da ist meine Spezialeinheit dabei, das zeige ich dann auch noch. Das Zangerrohr dabei und ein Drangler. Diesen anderen Aufsatz habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich ihn heute nicht verwenden will. Dann sind unter anderem zwei Töpfeln dabei. Also wie gesagt, die sind auch dieses Non-Stick beschichtet, also da kann nichts anbrennen, sind natürlich auch schon verwendet. Sind 0,8 Liter beide, oder ist die eine vielleicht einmal Spur größer? Kann ich jetzt nicht sagen, habe ich noch nie probiert. Die passen auf alle Fälle schön ineinander. Und natürlich noch die Kocheinheit, wo die Töpfe drauf gehen. Und der Unterteil. Und in den Unterteil passt dann natürlich der Drangler genau rein. Nein, noch nicht. Dann habe ich vom Franz Boogie Kraxen dieses Dosal für die Brennpasta gekriegt. Ich zeige euch das eh noch alles näher dann. Das passt da auch super rein. Und dann gibt es auch noch so einen eigenen Gasbrenner für das Teil. Kostet aber glaube ich über 60 Euro. Und da haben wir jetzt was zusammengebastelt. Und ja, funktioniert im Augenblick recht gut. Und zwar schaut das so aus. Ich zeige euch das eh noch näher, ich mache auch noch Bildern davon. Und das ist jetzt der Gaskocher. Das war der letzte, was ich mir da um 20 Euro gekauft habe. Dieser Standkocher mit den 3-4s. Link davon haue ich unten in die Beschreibung rein. Und dann habe ich mir so eine Fleischkonservendosen. Das sind erst die Dinger, die passen rein zufällig. Nämlich auch da super eine. Und die habe ich mal so umgebaut, dass der Gasbrenner da genau reinpasst. Und zwar den Gasbrenner, was ich habe und was ich euch auch verlinke, der passt auf alle Fälle in diese Dosen rein. Da gibt es auch, die sind dann niedriger, das ist dann, ja, wahrscheinlich von der Höhe vom Brenner her nicht so ideal. Der passt auf alle Fälle, den kann man super zulegen, zusammengeschraubt da mit ein paar Distanzplatteln versehen. Und der passt eigentlich so perfekt rein. Und so werden wir den jetzt einmal testen und verwenden. Und ich habe damit auch schon gekocht. Das geht auch pipi feinst, geht ratzfatz damit. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, vielleicht in der Pfanne ein bisschen besser. Diese Beschichtung, das ist wirklich super. Also ich kann euch sagen, da brennt nichts an. Da dürft ihr aber allerdings auch mit keinem Alu oder mit keinem Eisen oder sonst irgendwas scheren. Eher Holz nicht mehr, sonst macht es euch das hin. Wie gesagt, das ist das Pfandl inklusive die zwei Topfen, so super beschichtet. Ja, dann ist das der Unterteil jetzt, aber den kennen wahrscheinlich viele. Wie gesagt, da passt der Drangler natürlich genau eine. Oder eben diese
Drangier-Dosen für die Brennpasta. Und das kennst du natürlich auch. So eine Fleischdosen, die gibt es glaube ich mal ein bisschen niedriger auch noch. Die kannst du natürlich auch verwenden. Dann braucht es natürlich sowas nicht kaufen. Aber ich habe da noch so ein Feuerträgen dabei. Zur Sicherheit, falls irgendwas ausgeht, habe ich das mit. Ja, kommen wir jetzt zu meinen Sondersachen, was ich habe. Mal schnell holen da. Ich habe mir dieses Multifunktionsbrettl noch geholt. Das passt da super drauf. Kann man schön angießen und alles. Also optimal und ist dann passt da zum Transport genau in den Deckel vom Fahrwall. Also wirklich durchdacht das Ganze. Und dann habe ich noch diesen Espresso-Stern, glaube ich, nennt sich der. Und zwar braucht man den dazu. Den legt man dann da rein. Und dadurch kann man da auch kleinere Sachen draufstellen. An und für sich waren die sonst zu groß. Und da passt jetzt super Bialetti drauf. Für mich genau das Richtige. Ist optimal, Espresso-Stern kann man auf alle Fälle brauchen. Kann man ja auch für was anderes. Kleine Tassen oder sonst was drauf. Ja, kommen wir jetzt zu meinem Brenner. Da ist nicht weiß gut was dran. Wie gesagt, jetzt leg den schnell mal kurz, dass man das sieht. Da ist noch schnell mit der Hand geschärft, da ist nichts dran. Eins, was natürlich ist, der hat jetzt keine Piezo-Zündung, ist ja wohl klar, aber. So, da sieht man mal, das war der normale Brenner. Da waren diese drei Fies mitgeschraubt, was man dann auf und zu klappen kann. Da kann man das ganz einfach auseinanderschrauben. Da sind noch Distanzen auch. Das ist ein ganz normales Dosel. Ich werde aber da jetzt noch zwei, drei oder vier Löcher auf der Seite einbauen, sicherheitshalber. Falls wirklich ein Gas rausströmt, dass das nicht verpufft oder was, das kommt sicher noch dazu. Ja, dann habe ich eigentlich nur da unten wegen die Distanzen eine große Scheibe. Da drinnen habe ich noch zwei Scheiben. Das ist nur, dass der schön ansteht auf den Wind. Dann zieht man das eigentlich nur fest. Und das Ganze war's. Und ist natürlich optimal zum Verwenden. Der Abstand ist in etwa so wie vom Drang hier oben. Also vielleicht um eine Spur tiefer, 5 mm, aber das ist wurscht. Die hat so viel Power. Die geht auf bis zu den Pfandeln. Also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Wie gesagt, die Löcher will ich auf alle Fälle noch, dass da drin nichts verpufft, falls das Gas ansinkt, dass da ja nichts sein kann. Dann kommt das drauf und das ist pipifeinst und fertig. Ja, dann habe ich mir noch einmal was bastelt. Manche wissen ja vielleicht, dass diese Kartuschen relativ kalt werden. Wenn sie im Einsatz sind, werden die verdammt kalt. Ich habe da noch von meinen alten Objektive, diese Schutzhüllen, habe ich noch eine gehabt. Ich habe sogar eine größere auch für die 250er. Da kann ich das schön einstellen und es wird vielleicht nicht so kalt und im Winter ist vielleicht auch nicht schlecht, so würde ich sagen. Ja, Freunde, so seht ihr das Set, was man eben wirklich entweder mit Gas betreiben kann. Ja, Freunde, das ist das Set. Kann man natürlich jetzt da entweder mit Gas betreiben, mit einer Brennpaste oder sonstigen, oder eben mit Spiritus oder was immer man will. Und ich habe das jetzt vergessen, ich werde es daheim jetzt noch einmal anwägen, wie viel das jetzt da wiegt. Klar, wenn man einen Spiritus nimmt, kommt der auch noch dazu. Und wenn man Gas nimmt, muss man natürlich die Kartuschen dazu rechnen. Aber ich schreibe euch das Gewicht jetzt noch einmal auf, was hat das ganze Set jetzt mit dem Gasbrenner, allerdings ohne Kartuschen, weil da verwendet ihr ja irgendeine, keine Ahnung. Und
das ganze Set mit dem Drangier, mit diesem Löschdeckel, natürlich allerdings auch ohne Spiritus, und das ganze Set mit der Brennpastendosel, natürlich auch ohne Brennpasta. Ja, Freunde, das war's mit der kleinen Vorstellung. Ich hoffe, ihr habt damit was anfangen können. Die Sets, was ihr euch kaufen wollt oder habt oder wie auch immer. Wie gesagt, ich tät euch vielleicht für die Pfandl und für diese Schüsseln auf alle Fälle das Nonstick empfehlen. Das ist ein Traum, kann ich nur sagen. Also das ist wirklich super. Ob es das Unterteil oder wo der Brenner reingehört, in einem normalen Alu nehmt, das ist Schinkwinudel, also das ist ganz wurscht, da kann auch nicht viel sein. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt damit was anfangen können. Den Brenner verlinke ich euch unten sowieso noch einmal, dass ihr den findet, falls ihr den braucht. Ich muss allerdings dazu sagen, es gibt einen Nachbaubrenner für den statt den Originalen, der kostet glaube ich an die 35 Euro. Also die Hälfte glaube ich von den Originalen. Und was der Vorteil von dem ist, was meiner nicht hat, ich habe da keine so eine Vorwärmleitung für den Winter. Also das habe ich nicht drauf. Das ist ein 0815, der hat eigentlich, wie man sehen kann, nichts. Aber wie gesagt, kommt drauf an, ob das einer braucht. Keine Ahnung. Mir hat es eigentlich nichts gekostet, weil ich das da daheim gehabt habe. Ich habe das gelegt und schauen wir, wie es funktioniert. Und was im Winter ist, schauen wir dann weiter. Gut, jetzt hoffe ich, kannst damit was anfangen. Ich wünsche euch noch was. Schönen Tag. Ciao, servus.